Herzlich willkommen bei Brennenden Mund aufs Asthmaphysik Astro TV. Im heutigen Video werden wir uns mit einer ganz wichtigen Größe beschäftigen und das ist die scheinbare Größe. Oder man kann es auch scheinbarer Durchmesser nennen, das ist egal. Warum ist diese Sache so wichtig? Naja, das wird auch in der Astronomie auch sehr häufig verwendet. Wenn man zum Beispiel die scheinbare Größe eines Himmelskörpers ausrechnen möchte. Man kann auch aus der scheinbaren Größe und der Entfernung die tatsächliche Größe ausrechnen. Aber das ist nicht nur in der Astronomie so, das ist auch im Allgemeinen so. Wenn man jetzt angenommen vor einem Gegenstand steht, was vielleicht 10 cm groß ist, und man vielleicht 10 Meter davon entfernt ist, und man weiß, wie groß die scheinbare Größe ist, auch wenn man es nicht sehen kann, aber man würde das angenommen wissen, würde man daraus die Entfernung zum Objekt berechnen. Aber es ist noch viel mehr als das. Was unterscheidet die scheinbare Größe von der tatsächlichen Größe? Naja, die tatsächliche Größe eines Objektes, die ist unveränderlich. Also die kann man in Zentimeter oder Meter oder was auch immer für eine Längeneinheit eingeben. Aber die scheinbare Größe ist veränderlich. Wenn man sich ein Objekt sich nähert, wird es scheinbar größer. Wenn man sich von einem Objekt sich entfernt, wird es scheinbar kleiner. Also man sieht, dass die scheinbare Größe von zwei Komponenten abhängt. Also einmal die Entfernung zum Objekt und einmal die tatsächliche Größe des Objekts. Aber wir haben immer noch keine Definition für die scheinbare Größe, was es überhaupt ist. Also, eine ganz allgemeine Definition für die scheinbare Größe lautet, die scheinbare Größe eines Objekts ist der Winkel, unter dem es von einem Beobachter wahrgenommen wird. Also stellt sich dann die Frage, in welcher Einheit muss man dann die scheinbare Größe angeben? Also wenn es ein Winkel ist, kann man ihn natürlich nicht, auch wenn da das Wort Größe vorkommt, kann man es dann nicht in Zentimeter oder eine andere Längeneinheit eingeben. Sondern Winkel werden ja in der Mathematik in Grad angegeben. Das gilt auch für die scheinbare Größe bzw. scheinbare Durchmesser. Also ein Grad entspricht 60 Bogenminuten. Ein Grad entspricht 3600 Bogensekunden. Eine Bogenminute wiederum entspricht 1/60 Grad und eine Bogenminute entspricht 60 Bogensekunden. Man stellt nämlich fest, dass es genauso wie bei Minuten, Sekunden, eine Stunde ist auch 3600 Sekunden und eine Stunde ist auch 60 Minuten und eine Minute ist auch 60 Sekunden. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie beim Winkeln. Okay. Jetzt wollen wir auch die scheinbare Größe ausrechnen können. Nachdem wir jetzt ein bisschen rumgelabert haben und auch ein bisschen eine Definition aufgesagt haben, ist es jetzt für uns wichtig zu erfahren, wie man die Formel herleitet, beziehungsweise wie man diese ganze Geschichte ausrechnen kann. Ich habe jetzt hier eine Zeichnung. Das sieht irgendwie aus wie so eine umgedrehte Zuckertüte, was auf dem Kopf was umgefallen ist. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Da steht ganz unten links Beobachter. Das ist derjenige, der dieses Objekt sieht. Und das Objekt, was derjenige sieht, ist dieser Kreis. Dieser große Kreis. Also das Objekt, was von dem Beobachter gesehen wird. So. Diese Striche wiederum ist sozusagen wie so ein Dreieck. Und jetzt steht auf einmal geschrieben 2 Phi. Also dieses Phi ist sozusagen dieses kleine Schleifchen, was ich da mit schwarz eingezeichnet habe. Warum 2 Phi? Weil 2 Phi würde ja der Winkel Alpha entsprechen, womit man das Objekt nämlich sieht. Und Phi ist sozusagen die Hälfte davon. Man sieht natürlich ein Objekt mit einer Entfernung, deswegen habe ich da noch so eine, in der Mitte so eine Linie gemacht, mit D gekennzeichnet. Und das Objekt mit 2R, also zweimal Radius. Und jetzt kommen wir zu den Formeln. Phi ergibt Argus Dangens mal R durch D. Das ist die Formel, wie man Phi ausrechnet. Aber ein kleines Problem besteht aber, kleiner Haken, R durch D würde ja dazu führen, dass man von der scheinbaren Größe, dass sozusagen die Hälfte
rauskriegt. Weil R bedeutet ja Radius und Radius hat der halbe Durchmesser. Deswegen könnte man das sozusagen, bezeichnen wir jetzt mal als scheinbarer Radius. Also sagen die Hälfte von dem Durchmesser. Wenn wir dann direkt den Winkel Alpha wollen, dann müssen wir es ein bisschen anders ausrechnen. Dann für Winkel Alpha würde gelten 2 Argus tangens mal R durch D. Wenn ich eine 2 vor den Argus tangens setze, würde man ja das Ergebnis, womit man Phi rauskriegt, gleichzeitig nochmal mit 2 multiplizieren, hat man dann direkt den Winkel Alpha. Oder man rechnet einfach bei der oberen Gleichung aus, multipliziert das Ergebnis mit 2, dann hat man auch den Winkel Alpha. Das würde auch gehen. Aber das ist ein bisschen umständlich, weil man kann ja gleich die korrekte Formel nehmen. Oder eine andere Gleichung, die ich kenne, ist diese sogenannte Kleinwinkelnäherung. Also Alpha ergibt 10.800 mal 2r durch Pi mal d. Das ist ebenfalls eine Gleichung, aber das ist eine Näherungsgleichung. Und damit kriegt man kein exaktes Ergebnis raus, deswegen können wir diese Gleichung schon mal wegstreichen. Also wir wollen ja exakte Ergebnisse haben, deswegen arbeiten wir dann mit der obrigen Gleichung. So. Ich habe ja nämlich vorhin ja gesagt, dass man, wenn man eine Entfernung zum Objekt kennt und deren scheinbare Größe kennt, man auch die tatsächliche Größe ausrechnen kann. Ich habe das tatsächlich schon mal versucht, ohne diese komplizierten Formeln, habe es auf einen anderen Weg gemacht, das war in der 7. Klasse. Ich habe auf dem Schulhof den Mond und die Sonne beobachtet und stellte nämlich fest, auch wenn man das ganze Zeit schon bekannt war, wenn sozusagen der Mond und die Sonne am Himmel nahezu gleich groß sind, dann muss es doch irgendwie auch einen Weg geben, deren die Durchmesser der Sonne damit ausrechnen zu können. Und genau das habe ich auch gemacht. Dann habe ich einfach als gegebene Größen die scheinbare Größe der Sonne und die scheinbare Größe des Mondes angegeben mit 32 Winkelminuten, also Bogenminuten. Auch wenn ich ganz genau weiß, dass der Mond ein minimales Stückchen kleiner ist wie die Sonne. Aber ich habe das deshalb so gleichgesetzt, damit es auch einfacher beim Rechnen wird. Weil ich wollte ja eh nur einen Näherungswert rauskriegen, weil wie man richtig einen Wert rauskriegt, das habe ich ja nicht gewusst. Deswegen habe ich das so gemacht. Dann die Entfernung zur Sonne und Erde angegeben. Also 149,6 Millionen Kilometer. Und anschließend, oder als nächstes habe ich gemacht, okay, was wichtig zu wissen sein wird, ist, welche scheinbare Größe, wie weit muss die Erde von einem entfernt sein, damit man sie mit einer scheinbaren Größe von 32 Winkelminuten sieht. Da habe ich einfach den Durchmesser der Erde mit dem Durchmesser des Mondes geteilt. Kam auf 3,66, habe das mit der großen Halbachse der Mondumlaufbahn multipliziert, dann kam auf rund 1,4 Millionen Kilometer. Dann habe ich das unten in die Gleichung eingesetzt und kam sozusagen auf das Ergebnis, dass die Sonne nach meiner Berechnung einen Durchmesser von 1,356 Millionen Kilometern hat. Eigentlich ist das ein 98%iger genauer Wert. Also so weit vom tatsächlichen Wert ist es nicht entfernt, wenn die Sonne tatsächlich 1,392 Millionen Kilometer entfernt ist. Aber ist in Ordnung. Aber warum habe ich gerade entfernt gesagt? Ja, ich habe mich versprochen, ich meine natürlich, hat einen Durchmesser von 1,392 Millionen Kilometer und nach meiner Rechnung sind es 1,356 Millionen Kilometer. Also sorry. Ich bin manchmal auch ein bisschen in einer anderen Welt und dann kann sein, dass die Formel auch mal fehlschlägt. Okay. Das waren meine Ergebnisse. Mein Ergebnis, was ich rausgekriegt habe. Ohne komplizierten Formeln, sozusagen mit Hilfe der scheinbaren Durchmesser der Sonne und des Mondes, der Entfernung zur Sonne und so weiter, die Durchmesser der Sonne ausrechnen zu können. Eigentlich eine ganz simple Sache. Aber jetzt machen wir einfach mal weiter. Jetzt machen wir wieder ein bisschen mehr Mathematik, so wie es am Anfang war. Wir haben ja diese Formel hergeleitet. Und mit diesen Formeln wollen wir jetzt die scheinbare Größe der Sonne ausrechnen. Das ist ein Anwendungsbeispiel dazu. Okay. Wir wissen ja, die Sonne ist 1, ach Quatsch, was rede ich denn da jetzt? 149,6 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. So. Also das sind 150 Millionen Kilometer knapp und diese Entfernung wird auch als eine astronomische Einheit bezeichnet. Okay.
Wir wissen ja, dass die Sonne einen Radius von 696.000 Kilometer hat. Also Radius wäre ja Durchmesser durch 2, also der halbe Durchmesser. Jetzt rechne mal, Φ ist gleich Arkusdangens mal R durch D und kommt anschließend auf 0,27 Grad. Und jetzt sind wir genau da, wo wir einfach nämlich waren. Das haben wir nämlich mit Φ, da ja, da man das ja mit Arkusdangens mal R durch D ausrechnet, sozusagen nur das halbe Ergebnis kriegt. Also man kriegt sozusagen nicht den scheinbaren Durchmesser, sondern kriegt sozusagen in Anführungszeichen den scheinbaren Radius, also die Hälfte von der scheinbaren Größe rechnet man sozusagen damit aus. Aber wenn da gleich ein R steht, bedeutet das, dass man das Radius durch die Entfernung ja teilt und dann kannst du nur die Hälfte bei rauskommen. Aber wir wollen ja Alpha haben. Da rechnet man einfach nur Phi mal 2 und dann hat man Alpha. Dann drücken wir 5,4 Grad rund. Aber wir wollen doch nicht dieses Phi mal 2 machen oder was auch immer, sondern wir wollen es exakt ausrechnen, indem wir dann Alpha gleich 2 Arkusdangens mal R durch D nehmen, also einfach von der vorigen Gleichung vorne Arkusdangens eine 2 setzen und dann kommen wir auf 0,54 Grad für Alpha. Weil die Sonne hat ja einen Durchmesser von, Quatsch, einen scheinbaren Durchmesser, beziehungsweise eine scheinbare Größe von halben Grad, also rund 0,5 und unser Ergebnis 0,54. Das haut so ganz prima hin. Okay. Ich habe noch ein weiteres Beispiel genommen für diese Sache mit der scheinbaren Größe. Auch wieder was mit der Sonne. Ich habe mir einfach mal den Planeten Merkur mir vorgenommen. Und ich habe es nämlich deshalb so gemacht, weil der Merkur eine sehr elliptische Umlaufbahn um die Sonne hat. Das heißt, Merkur ist unterschiedlich weit von der Sonne entfernt. Also von 0,3 bis 0,45 astronomische Einheit ungefähr. Und dann ist es auch für uns ideal, die scheinbare Größe der Sonne auszurechnen, weil wir ja dann unterschiedliche Werte natürlich rauskriegen. Und damit dieses ganze, wie solche Einzelergebnisse sind, habe ich quasi ein Diagramm erstellt, den ihr ja gerade seht, wo das hat sozusagen alles eingetragen ist. Also wenn die Sonne, also wenn Merkur sehr nah zur Sonne ist, unten auf X-Achse stehen an der Entfernung zur Sonne, stellt man fest, dass die Sonne extrem groß am Himmel ist, von Merkur aus. Und wenn Merkur weiter weg von der Sonne entfernt ist, also am weitesten Punkt zur Sonne entfernt, ist sie viel, viel kleiner. Das ist nur 1,15 Grad oder so. Am Anfang sitzt da 1,74 oder irgendwie sowas. Auf Y-Achse sind ja die scheinbaren Größen in Grad. Ich habe das mit einer Funktionsgleichung ausgerechnet, aber ich habe einfach die Gleichung Alpha gleich 2 Arkusdangens mal R durch D genommen und habe das in eine Funktionsgleichung formuliert. Und habe dann somit die scheinbare Größe rausgekriegt. Die Funktionsgleichung habe ich hier gerade abgebildet, damit ihr es hier gerade sieht. Und dann hat mich natürlich auch interessiert, wie groß ist die Sonne von allen anderen Planeten aus? Wie jetzt Uranus oder Neptun oder Saturn oder Jupiter. Da habe ich wieder ein Diagramm erstellt. Ihr seht ja hier gerade die ganzen Werte eingetragen, wo ich es so gemacht habe. Auf der X-Achse stehen die Planetennamen in Klammern die Entfernung zur Sonne in astronomischen Einheiten. Auf Y-Achse die ganzen ist die scheinbare Größe in Grad. Man sieht, dass die Sonne von Merkur aus extrem groß ist und von Uranus oder von Neptun aus extrem, extrem klein ist. Da hätte man sozusagen eine Mini-Sonne am Himmel. Die hätte auch nicht allzu viel Leuchtkraft. Also ich denke mal, dass auf diesem Planeten auch nicht besonders hell werden kann. Und dass es eher so dämmerig bleibt oder so, würde ich mal sagen. So. Ich lasse euch immer noch nicht in Ruhe. Auch wenn wir schon 14 Minuten quatschen. Ich habe noch eine kleine wichtige Sache vergessen. Wir müssen auch noch eine Zusammenfassung machen. Also wir müssen das, was wir heute alles gelernt haben, in wenigen Sätzen zusammenfassen. Also, was ist die scheinbare Größe nochmal von Definition her? Die scheinbare Größe eines Objekts ist der Winkel, unter dem von einem Beobachter wahrgenommen wird. Also, da es ein Winkel ist, wird es natürlich in Grad angegeben. Ein Grad entspricht 60 Bogenminuten und 3600 Bogensekunden. Alles uns bekannt. Die Formel für Phi. Phi ist gleich Arkusdangens mal R durch D. Da kriegt man sozusagen Phi bei raus. Das ist sozusagen die Hälfte von der scheinbaren Größe. Man muss was mit 2 multiplizieren und dann hat man direkt Alpha, dann hat man die komplette scheinbare Größe. Oder man setzt einfach
Alpha gleich 2 Argus Tangens mal R durch D ein. Weil man kann einfach den Argus Tangens eine 2 setzen und dann hat man auch direkt, hat man direkt die scheinbare Größe. Haben wir Anwendungsbeispiel Sonne gehabt, Anwendungsbeispiel Merkur, Anwendungsbeispiel Sonnensystem. So, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, dass ihr mir gut folgen konntet. Und ich würde mich natürlich auch über ein Like oder einen Kommentar freuen, wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise wenn ihr noch ein paar Fragen an mich habt oder so, dann könnt ihr euch das einfach in die Kommentare schreiben. Und dann freue ich mich natürlich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Asthma-Physik.